Und ein Moinsen zum Talk vor unserem Heimspiel. Samstag 15:30 Uhr, letzter Spieltag vor Länderspielpause gegen Eintracht Frankfurt. Und wenn Frankfurt da ist, ist auch Benny da, den ich direkt mit der Einstiegsfrage quasi bombardiere. Was war denn da gestern los in Marseille? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das weiß aktuell noch niemand so wirklich genau, was da alles passiert ist. Also es war krass. Also ich glaube, die Eintracht hat noch nie so eine Auswärtsfahrt gehabt. Also Böller in den Block geworfen, Raketen abgeschossen auf die Leute. Eben habe ich gelesen, dass irgendwelche Marseille-Fans Münzen mit Rasierklingen beklebt haben und dann die Münzen durch das Netz von dem Block, weil da ist ja so ein Netz, geschossen haben. Wenn dich die Münze mit der Radierklinge trifft, wirst du aufgeschlitzt oder so. Alter. Also bei Fußball 2000 vom HR, die Videopodcaste, da wurde das Auto aufgebrochen, das Laptop und die Koffer geklaut. Also ich glaube, von der Eintracht will nach Marseille so schnell keiner mehr. Ja, und ihr wart ja auch irgendwie, euch waren ja auch dicke Regeln aufgelegt, ne? Wie ihr euch in Marseille, oder wie sich die Frankfurt-Fans, die vor Ort waren, in Marseille zu verhalten haben irgendwie, ne? Ist ja irgendwie auch. Ja. Also die Eintracht-Fans oder beziehungsweise der Verein ist halt immer noch auf Bewährung. Und ja, mal gucken. Also es gab natürlich in Marseille auch ein paar Eintracht-Fans, die dann eben dagegen gehalten haben, gegen die Ja. ganzen Marseille-Angriffe. Gucken, ob es jetzt könnte sein, dass es wieder bestraft werden mit einem Geisterspiel. Vielleicht auch Auswärtsfahrt ohne Fans. Werden wir sehen, ja. Ja, aber vor allem natürlich auch die Marseille-Fans eigentlich. Wobei das hab ich auch gelesen, die Berichterstattung aus Frankreich ist, glaube ich, recht entspannt. Also ich glaube, die kennen das mittlerweile nicht anders aus Marseille. Also irgendwie, ob die da irgendwie groß Probleme mitbekommen durch ihr Verhalten, ist irgendwie auch selten der Fall in Marseille. Das Positive gestern aber, 0-1, erster Champions League-Sieg. Wie fühlt sich's an? Ja, sehr gut. Also, meine letzte Woche war so ein bisschen Ernüchterung nach dem Auftakt gegen Sporting. Ja. Und das bringt, glaube ich, auch der Mannschaft einen wichtigen moralischen Boost, wo man immer sagt, ja, wir sind doch nicht so schlecht, wie jetzt vielleicht einige irgendwie hier behauptet haben. Und wir können Champions League auch. Und wir sind auch noch nicht irgendwie hier ausgeschieden und ist immer noch alles drin. Und ja, auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Ja, vor allem nachdem auch Tottenham dann noch sich die letzten, ich glaube 3 Minuten war es, 90 und 90 plus 3, die beiden Hütten gefangen hat in Sporting, wird es auch der große Clash quasi noch. Ist es noch vor der Länderspielpause, das Nee, Tottenham-Spiel, also oder ist danach? das ist nach der Länderspielpause. Das sind tatsächlich die nächsten beiden Spiele in der Champions League, sind beide gegen Tottenham. Also Stimmt, ja. wir haben erst das Heimspiel gegen Tottenham und dann das Auswärtsspiel. Ja, wie hoch, weil ich gucke die Gruppe an, denke mir so, ja. Du hast Sporting, das ist schon Champions League, aber von mir aus auch irgendwie Europa League Flair. Das hast du irgendwie bei Marseille auch. Und dann noch Tottenham, die eigentlich gerade ziemlich stark sind, auch in der Premier League ziemlich stark unterwegs sind, sich aber irgendwie abgemüht haben gegen Marseille zu Hause, obwohl die sogar in Überzahl waren, glaube ich. Und da irgendwie gerade so den Sieg noch mitgenommen haben, jetzt in Sporting 2-0 verloren. Wie hoch siehst du die Chancen, dass ihr wirklich auch weiterkommt als Zweiter, Erster oder halt vielleicht auch als Dritter in die Euro League? Also in der Gruppe kann man eigentlich nichts voraussagen. Also ich meine, guck dir an, Sporting, wir hätten vorher die Leute gesagt, dass es der schwächste Verein ist und die Ja. führen die Gruppe jetzt an. Und Marseille, wo man gesagt hat, ja, das ist der schwerste Gegner aus Top 4, die sind jetzt aktuelle Letzte. Also das kann wirklich, es ist komplett offen, es kann jeder von den Vereinen theoretisch noch weiterkommen, auch Marseille könnte es noch schaffen. Also da hast du wirklich eine Chance von 25%, weil es halt wirklich vier Vereine sind. Jeder hat die gleichen Chancen, würde ich sagen. Ja, wobei ich normalerweise Tottenham noch einen Ticken höher gewertet hätte, wäre Tottenham halt nicht Tottenham, weil die spielen jetzt auch wieder so komisch vor sich hin. Wie gesagt, das Marseille-Spiel war wirklich eine Tortur zum Angucken. Ich glaube, es war das in der Konferenz, wo der Kommentator jedes Mal, wenn zu ihm geschalten wurde, gesagt hat, Jungs, das Spiel hier ist wirklich komplette Grütze. Der hat sein Spiel überhaupt nicht irgendwie hochgehypt, was normalerweise der Kommentator ja versuchen solltest. Jetzt verlieren sie bei Sporting, die ja vielleicht dann so ein bisschen die Überraschungsmannschaft machen. Sporting in der Gruppe, so ein bisschen ähnlich wie auch Brügge, die da jetzt gegen Leverkusen gewonnen haben zu Hause, jetzt auswärts bei Porto, gegen die sich Atletico auch so schwer getan haben, glaube 0-4 gewonnen haben. Also so ein paar kleinere Überraschungsteams gibt es in der Champions League schon. Wie geht ihr von der Erwartungshaltung rein in die Gruppe? Also sagt ihr,
die ist schon machbar. Ich würde als Zweiter gerne weiterkommen. Oder sagt ihr, Hauptsache, wir sind quasi nach der WM nicht komplett raus und von mir aus auch als Dritter in die Euroleague nochmal? Also ich glaube, Krösche hat ja ausgegeben, dass man schon in der Champions League weiterkommen möchte. Aber das weiß nicht, ob das jetzt wirklich so ein absolut realistisches Muss-Ziel ist. Also ich glaube, wenn wir Dritter wären, wäre das für die meisten Fans vollkommen okay. Das würden wir auf jeden Fall nehmen. Ja, klar, wenn man jetzt ganz rausfliegt, das wäre schon schade. Aber Dritter würden wir auf jeden Fall nehmen. Ja, und wie hoch ist dann quasi auf die Saison gezogen oder gesehen der Druck da oder die Erwartungshaltung auch da, dass man sich dieses Mal auch über die Liga qualifiziert? Letzte Saison war ja über den Europa-League-Sieg, über den grandiosen Erfolg da. In der Liga war es, glaube ich, 10 oder 11 oder so. Wie hoch ist jetzt der Druck da mit dem Kader, auch mit der Verbesserung im Sommer, dass sie am Ende zumindest mal über die Liga die Europa-League zumindest klar macht? Also das ist auf jeden Fall da. Also die Liga letzte Saison war ja schon relativ schwach und diese Saison will man sich schon deutlich verbessert in der Liga sehen. Das wollen die Fans auf jeden Fall. Und man will halt nicht das Gefühl haben, dass die Mannschaft die Liga nicht ernst nimmt oder halt nur sich auf Europa konzentriert, sondern das ist halt die Kür und die Liga, das ist die Basis. Und Ja. das wollen wir auf jeden Fall sehen, dass wir in der Liga besser abschneiden als letztes Jahr. Ob es jetzt direkt für Europa wieder reicht, muss man halt sehen. Es ist eine sehr enge Liga. Ich meine, man sieht es aktuell auch wieder, was da für Mannschaften aktuell vorne sind. Ja, mal sehen, was am Ende dann mal rauskommt. Also an sich ist das am Wochenende gegen euch für uns jetzt schon eigentlich so ein Pflichtsieg, wenn man oben in der ersten Tabellenhälfte bleiben möchte. Ja. Nach dem Saisonstart auf 100%. Nochmal einen Ticken zurück quasi in den Sommer zurück. Noch nicht lang vorbei das Transferfenster, aber da mal zurück. Wie zufrieden ist man in Frankfurt mit dem Transferfenster? Gerade Götze mit dem großen Namen. Bei Alario gibt es immer noch ein paar, die sagen, vielleicht ein bisschen verschwendetes Geld bisher, das läuft noch nicht so ganz an. Wie sieht man den neuen, ich sag mal, Champions League-Kader von Eintracht Frankfurt? Ja, ich glaube, da gibt es so ein bisschen so ein differenziertes Bild. Also so ein bisschen Offensive hui, Defensive pfui, ist halt so. Also man hat Kostic verloren, man hat Hinteregger schon vor der Transferphase verloren und hat dafür halt offensiv sehr gut nachgelegt, wie du schon angesprochen hast, Götze. Man hat den Kolomani, den hat man schon letzte Saison im Stimmt, Winter ja. verpflichtet. Und Alario ist jetzt noch nicht so eingeschlagen, kann aber bestimmt noch kommen. Und man hat auch offensiv sonst niemanden verloren. Also Lindström, Kamada, Boré, die sind immer noch da, die waren letzte Saison schon gut und sind es diese Saison auch noch. Also offensiv mache ich mir da wenig Gedanken. Das Problem ist eher die Defensive. Man hat halt Hinteregger verloren und hat dafür jetzt nicht wirklich guten Ersatz geholt. Also wir haben Smolcic geholt. Der ist auch nicht so schlecht, aber er hat bis jetzt auch noch nicht so viel gespielt. Also ist eher so als Ersatzmann für Ndicka. Und dann hat man halt Spieler wie Buta und Ongwene, die da hat man verpflichtet, aber die sind einfach nur verletzt. Also die haben noch kein einziges Spiel gemacht und bei denen weiß man noch nicht, wie gut die sind oder wann die kommen. Und also da ist eher Defensive ist eher das Problem. Da sind wir schon ziemlich dünn besetzt, auch auf den Außenverteidigerpositionen. Und was auch nicht geklappt hat, man wollte wohl am letzten Tag des Transferfensters noch einen Verteidiger holen. Und da hat auch der Aufsichtsratsvorsitzende gerade gesagt, dass das halt nicht geklappt hat aus finanziellen Ja. Gründen, dass sich das nicht realisieren. Und ja, war jetzt kein komplettes Transferfenster, wo man sagt, oh, so schlecht oder wir haben komplett irgendwie hier nichts geholt und wir haben schon gute Spieler geholt, aber es ist jetzt auch kein Transferfenster, wo man sagt, hier Slam Dunk, Ja. total geil. Ja. Ja, da haben wir gleich zwei Parallelen zum VfB. Nummer eins ist ja Nguyen. Den hatten wir ja damals zur Zweitligasaison geholt. Das müsste Schindelmeister noch gewesen sein, damals aus Frankreich. Ich glaube auch für gar nicht so wenig Geld, ich glaube 2,5 oder sowas haben wir den geholt. Nie so richtig Fuß gefasst bei uns, zumindest nie groß gespielt. Ich kann mich nicht groß daran erinnern an ihn. Dann weiter zu Salzburg per Laie mit Kaufoptionen, dann nach Salzburg. Und jetzt ist er bei euch gelandet, ich glaube ablösefrei im Sommer. Und die zweite natürlich auch.
Vorne hui, hinten pfui passt bei uns eigentlich auch ähnlich. Wir hatten dieses große Kaleitsch-Dilemma, jetzt kurz vor Schluss noch Guirassy bekommen, der bisher Top-Eindruck macht. Auch das Spiel in München war richtig, richtig stark. Vor allem auch einfach diese Art und Weise, wie diesen Elfer am Ende rein nagelt, das hat uns halt auch gefehlt. So, wir hatten eine ähnliche Situation, hatten wir 2017 war es, glaube ich, mal gegen Bayern, haben ein gutes Spiel gemacht zu Hause, lagen 0-1 hinten. Und dann bekommt Akolo einen Elfmeter im 90. und ja, Ulreich hält das Ding, weil er halt nicht gut geschossen war. Der nimmt sich das Ding direkt, wird er gefoult, nimmt das Ding direkt, kein anderer, legt das Ding hin, nagelt das Ding in den Winkel so. Neuer konnte nur hinknien, hinterhergeschaut, gewusst, den kriege ich nicht. Das hat uns gefehlt, aber was natürlich auch stimmt, hinten ist das große Problem bei uns, du hast auch keine Kaderbreite hinten. Also wirklich keine. So hart muss man es halt ausdrücken. Wir haben versucht, diesen Medic zu bekommen von St. Pauli. Da hat St. Pauli aber komplett dicht gemacht und mehr ist dann da hinten auch nicht passiert. Also auf links hast du Sosa, das war's, weil du hast Mola verliehen zurück nach England in die zweite englische Liga. Rechts hast du Wagnumann. Dann kann natürlich da auch theoretisch noch ein Stenzel spielen, rein von der Position her. Die Dreierkette steht, Ito, Anton, Mafropanos. Und in der Hinterhand hast du halt auch da innenverteidigermäßig noch eine Stenzel. Da hast du noch einen Aidonis, der immer noch so ein bisschen als ewiges Talent gilt, nie so richtig Fuß gefasst hat, auch in Dresden bei der Leihe nicht wirklich performt hat. Und sonst hast du nur irgendwelche, ich sag mal, kreativen Ideen. Kannst einen Karasor mal hinten reinstellen. Endo hat auch mal Innenverteidiger gespielt. Aber sonst fehlt es da hinten komplett. Das haben wir auch schon in München gemerkt, da hat es funktioniert. Und du merkst halt, sobald irgendwer mal raus ist, mit Wagnermann zum Beispiel nach der gelb-roten Karte, also du hast niemanden defensiv mehr auf der Bank. Du hast gefühlt nichts mehr, was du irgendwie groß machen kannst. Gerade wenn Karasor jetzt auch sich wieder ins Mittelfeld reingespielt hat, nach dem München-Spiel vermutlich, nach der Top-Leistung dort, hast du nichts mehr in der Rückhand, außer du holst halt irgendwen aus der Jugend hoch. Das ist schon ein bisschen dünn. Ich hoffe, dass wir da im Winter ein bisschen mehr machen. Hat dann auch so ein bisschen was mit Erwartungshaltung zu tun, finde ich, dass da einfach ein bisschen mehr passiert, weil da hinten defensiv kannst du nicht mit einer U21-Mannschaft spielen, wenn irgendwann unser typisches Verletzungsproblem wieder kommt. Wir hatten oft genug Verletzungsprobleme, auch mal vor Panos gerade. Gehen wir mal auf die Tabelle, wo wir auch bei unserer Erwartungshaltung sind, kann ich kurz sagen, Saisonstart. Ist nicht scheiße oder nicht komplett Müll, aber halt auch nicht gut. Du hast jetzt halt 6 Spiele und halt irgendwie 5 Unentschieden, eine Niederlage. Das ist halt irgendwie so ein bisschen. Einerseits muss man sagen, du verlierst nicht oft, das ist schon mal gut. Das Einzige, was du verloren hast, war gegen den aktuellen. Nee, Union ist gerade aktuell Tabellenführer, gegen aktuellen Tabellenzweiten, glaube ich, mit Freiburg, das du zu Hause verloren hast. Sonst Punkte geholt gegen Leipzig, gegen Bayern das 2-2 geholt, verdient. Also es ist nicht alles scheiße, aber du hättest halt durchaus irgendwo noch einen Sieg hättest gut mitnehmen können. Sei es Bremen, Last-Minute-Gegentreffer, sei es in Köln, wo die rote Karte viel reingespielt hat. Deswegen sind wir von der ja, Gemengelage so, naja, das Frankfurt-Spiel wird da schon auch schon dermaßen wichtig für uns, weil ihr natürlich auch nach einem 1, nach einem 0-1 gegen Wolfsburg kommt. So nicht ganz perfekter Saisonstart. Aktuell sind wir auf 14 mit 5 Punkten, ihr auf 11. Mit 8. Bedeutet, wir könnten gleichziehen, wenn wir am Samstag gewinnen. Ist ja auch immer so ein bisschen die Hoffnung bei einem Heimspiel, ist ja auch ganz klar. Wie würdest du sagen, oder wie hoch ist der Druck auch bei euch in Frankfurt, dass da noch ein bisschen mehr geht aktuell? Der Druck ist hoch. Ich denke mal, jetzt das Champions League-Spiel hat ein bisschen geholfen, dass der Druck ein bisschen geringer wird. Aber der Druck ist auf jeden Fall hoch, weil also zum Beispiel auch irgendwelche Medien hat's, die Woche berichtet haben, dass es bei uns halt irgendwie Stress gibt zwischen Krösche und Glasner, weil halt irgendwie das Transferfenster nicht ganz ideal gelaufen ist. Und also der Druck ist auf jeden Fall da. Und es liegt auch halt daran, dass die Eintracht in der Liga bisher so auch so inkonstant ist. Also Ja. man hat halt am ersten Spieltag, das kann man im Prinzip vergessen, was man Ja. da gegen die Bayern gemacht hat, das passiert halt. Und dann danach hat man halt auch erstmal unentschieden gespielt. Und jetzt hat man gegen Leipzig das Spiel wirklich so im Hurra-Fußball gewonnen und hat schon gedacht, hey, das kommt jetzt ins Rollen und die Viererkette als System funktioniert richtig gut. Und ja, und dann gegen Wolfsburg, das war gar nichts und da hat nichts funktioniert Ja. und die Mannschaft war pomadig und gerade in der zweiten Halbzeit lief da überhaupt nichts mehr. Euren Ex Und im es gab Job gehalten quasi, ne? Mit Kovac. ja, Das war schon sehr naja. wichtig, auch für Wolfsburg wahrscheinlich. Das war so ein typisches Spiel von uns gegen Wolfsburg, gegen die verlieren wir gefühlt jedes Heimspiel irgendwie auf die Art und Weise. Das macht keinen Spaß. Und ja, was bei uns halt auch so ist, wir haben halt noch nicht wirklich die Systemfrage geklärt, wo du eben gesagt hast, bei euch ist die Dreierkette jetzt gesetzt. Bei uns weiß man es noch nicht so wirklich. Also
Glasner präferiert anscheinend die Viererkette. Und das hat auch gegen Leipzig, wie gesagt, gut funktioniert, gegen Wolfsburg dann wieder nicht. Und wir haben auch eigentlich auf den Außenverteidigerpositionen aktuell nicht die Breite im Kader, wo man sagen kann, die Viererkette funktioniert wirklich gut. Und jetzt haben wir dann halt gegen Marseille haben wir wieder die Dreierkette gespielt, wie von letzter Saison, und haben damit gewonnen. Und aber da haben wir auch halt nicht wirklich die Personaldecke für, weil Makoto Hasebe ist 38, der hat gegen Marseille tatsächlich in der Champions League das Spiel durchgespielt, was ein Wunder ist. Also absoluter Ehrenmann, der Hasebe, das ist echt der Samurai. Aber ja, keine Ahnung, der kann halt auch nicht jedes Spiel hier durchmachen, das geht halt nicht, ne? Und also deswegen, ich bin sehr gespannt, wie die Eintracht sich gegen euch präsentiert. Auch von der Aufstellung her, aber halt auch von der Mentalität her, weil man halt gegen Wolfsburg das Gefühl hatte, also sie haben es nicht wirklich nötig, in der Liga irgendwas zu machen. Sie konzentrieren sich auf die Champions League. Und ja, mal gucken. Also gegen euch, das wird auf jeden Fall vielleicht schon ein Schlüsselspiel für den Saisonverlauf. Wobei wir da wahrscheinlich beide auch sagen müssen, mal gucken, wie hoch man jetzt diese Spiele gegen Leipzig hängen darf, nach den Leistungen, die unter Tedesco gezeigt wurden. Ich glaube, unser Punkt gegen Leipzig zu Hause ist immer noch viel wert. Der Sieg von euch war auch richtig schön. Gerade gegen Leipzig doppelt so geil. Aber mal gucken, wie sich das jetzt ändert. Guter Start von Rose jetzt gegen BVB. Mal gucken, ob das einfach dann zum großen Teil auch einfach eine Bereitschaft vom Leipziger Team unter Tedesco irgendwie damit zusammenhängt. Und du bist auch am Start am Samstag. Ist dein erstes Mal in Stuttgart auswärts oder warst du schon mal? Das ist mein erstes Mal in Stuttgart, ja. Und da ist natürlich einerseits schön, ist wieder ausverkauft, ist klar, muss man aber beim VfB halt nicht mehr groß erwähnen, weil es 10.000 Karten fehlen. Das ist halt das Problem mit der dicken Baustelle, die auch du schön sehen wirst, aus der Ecke quasi da hinten Richtung Auswärtsblock. Also, ja, das wäre schon schön, da mal langsam eine Plane zu haben oder sowas. Sonst hast du wirklich einfach ein offenes Loch, eine offene Baustelle da halt. Oben drüber geht es ja noch weiter. Da kommt noch Pressebereich und oben kommen noch ein paar Fans, aber dieser untere Bereich der Haupttribüne ist halt einfach eine Baustelle. Das sieht nicht so wirklich schön aus. Trotzdem natürlich geil, das immer zu lesen. Spiel ist ausverkauft. Hoffe auf ein gutes Spiel und dann kann ich dich ergebnismäßig zu deinem Tipp befragen. Schwierig zu sagen. Also bei der Eintracht ist es momentan echt so, haben die guten Tag, haben die schlechten Tag. Ich sag mal, die Eintracht gewinnt 2:1. Ich drehe das Ding tatsächlich um. Nach dem Schalke-Spiel hatte ich gesagt, geil, wir laufen hier mit 0 Punkten in die Länderspielpause raus und wenn der normale VfB, da wüsstest du genau, was in der Länderspielpause passiert. Dann ist der Trainerwechsel da, das ist der typische Herbst bei uns. Nur natürlich aktuell, nach den letzten 3 Jahren mit Matarazzo, würde da auch nichts passieren, glaube ich. Aber nach dieser Leistung in München, die halt wirklich ein deutliches Stückchen besser war als Schalke, muss da halt was drin sein, weil es bringt ja auch nichts, gegen Frankfurt nochmal unentschieden zu spielen, dann mit 6 Punkten aus 7 Spielen rauszulaufen. Du brauchst ja mal den Sieg, du musst ja halt mal belohnen. Und würde halt eben deswegen das Ding einfach umdrehen auf ein 2:1 Heimsieg, wäre brutal wichtig vor Länderspielpause, würde vielleicht auch ein bisschen Ruhe in unsere Gemengelage gerade reinbringen, die ich gar nicht groß ansprechen will, weil es einfach nur nervt. Dieses Thema von Khedira geholt, Lahm geholt, Gentner geholt, wo jetzt dann die großen Gerüchte aufkommen, bisschen hat er vielleicht doch keinen Bock drauf, mal geschrieben, er hat da Bock drauf. Wird sich alles ergeben, Werle und Mislintat werden ihre Gespräche führen und dann hoffen wir, dass Mislintat verlängert. Das ist eine ganz klare Geschichte. Würde ich sagen, sind wir raus fürs Video. Vielen Dank, dass du da am Start warst. Ja, gerne. Und dann sehen wir uns am Samstag. Hoffentlich ein gutes Spiel. Natürlich mit dem besseren Ende für den jeweiligen Club vom Wunsch her. Danke fürs Zuschauen bei euch. Vielen Dank, dass ihr am Start seid. Gerne das kostenlose Abo dalassen, wenn ihr es nicht getan habt. Und bis zum nächsten Mal.